Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Laura Morgé. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Den ersten Dreier der neuen Saison heimste der FSV Frankfurt am vergangenen Sonntag ein. Mit 3:0 siegte die Görner Elf verdient beim Drittliga-Absteiger SC Freiburg 2. FSV-Cheftrainer Tim Görner sagte nach dem Spiel: Ja, also es ist nicht immer alles perfekt, klar, aber insgesamt war es ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel. Wir haben den Matchplan sehr gut umgesetzt, haben ein sehr gutes Spiel gemacht, alle beisammen und dementsprechend auch verdient die 3 Punkte mit nach Hause genommen. Am kommenden Samstag wollen die Schwarz-Blauen direkt nachlegen. Zu Hause geht es gegen den SGV Freiberg Fußball. Mit 5 Punkten auf dem Konto konnten die Breisgauer in dieser Saison bisher 1 Punkt mehr als der FSV erzielen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams fand im vergangenen März statt und endete 0:0 unentschieden. Geleitet wird die Partie am Samstag von Marvin Meyer mit seinen Assistenten Matthias Heilig und Arne Grigorowitsch. Anpfiff ist um 14 Uhr. Weitere Stimmen zum Spiel gegen Freiburg und ein Ausblick auf die Partie gegen Freiberg findet ihr auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal in der Rubrik Nachgespielt. Auch die Teams unseres Nachwuchsleistungszentrums sind am Wochenende wieder im Einsatz. Am Sonntag stehen für 2 Nachwuchsteams des FSV Auswärtsspiele auf dem Programm. Die U19 der Schwarz-Blauen reist zum 1. FSV Mainz 05 und die U17 des FSV zum 1. FC Köln. Alle weiteren Termine bzw. Testspielgegner unserer Nachwuchsmannschaften findet ihr auf der Homepage des FSV Frankfurt. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.